Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenn ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zukneif-Skala. Farouk al-Bashir wird heute echt einen beschissenen Tag haben. Okay, dann mal los! Mid 2050 Miami Center. Dann mal los.